Stellt euch vor, es ist soweit. Herzlich willkommen zu meinem allerersten Let's Play. Dieses trägt den Namen, wie unschwer zu erkennen ist, Resident Evil Code Veronica X. Ja, die Frage nach dem X stellt sich jetzt wahrscheinlich, was soll dieses X da bitte? Kurze Erklärung dazu. Es gab ein Resident Evil Code Veronica, was ursprünglich für die Dreamcast rauskam. Nur der Erfolg der Dreamcast war ja relativ bescheiden, sag ich mal. Und somit hat dann Capcom sich in Zusammenarbeit mit Sega dazu entschieden, weil die haben kooperiert bei dem Spiel, dieses Spiel dann für die PlayStation 2 und für den GameCube rauszubringen. Ja, so viel dazu. So, Demo wollen wir nicht sehen. Ich wollte nur eine kurze Geschichtsstunde gerade geben. Ich dachte, das interessiert euch vielleicht. Es gibt sehr viel über dieses Spiel zu erzählen, sei es jetzt aus meiner persönlichen Sicht, aber auch aus der Sicht des Spiels einfach. Also, es ist ja eine sehr bekannte Reihe, denke ich. Ihr alle dürftet schon mal von Resident Evil gehört haben in irgendeiner Form. Darauf möchte ich aber später eingehen. Ich möchte auch erst später darauf eingehen, wie ich überhaupt zum Let's Play kam. Und so Geschichten einfach. Ich will es aber nicht lange um den heißen Brei rumlabern. Ich fange einfach mal an jetzt, ne? Würde ich mal so sagen. Ja, eine Speicherfunktion ist was ganz Neues. Bitte. Nein, ich schalte es nicht aus, keine Sorge. Ihr seht unten 2000 und 2011. 2000 wurde es ursprünglich hergestellt, wie gesagt, für die Dreamcast, beziehungsweise für die PlayStation 2 dann später auch. 2011 wurde die Remastered-Version, welche ich gerade spiele, hergestellt oder entwickelt vielmehr. Also ich spiele es auf der PlayStation 3. Und zwar, wie ihr seht, die deutsche Version. Es gibt auch eine japanische Version, die habe ich auch schon mal gespielt. Da war es nicht ganz so leicht, das alles so zu verstehen, so die schriftliche Basis. Deswegen habe ich gesagt, komm, zum Let's Play möchte ich dann doch gerne die deutsche Version wählen. Ist, glaube ich, für uns alle das Beste. So, wir wollen ein neues Spiel spielen. Die ganzen Sachen interessieren uns jetzt soweit nicht. So wird gespielt, das kann ich euch erklären. Ich hoffe, ich kann das Spiel noch. Fangen wir einfach an. Ich möchte nicht in die beste Liste, das ist mir relativ wumpe. Ich möchte nicht, dass die ganze Zeit oben rechts irgendwelche Nachrichten kommen, von daher... Nein! Ja, ich möchte das Spiel trotzdem starten. Ihr habt es erfasst. Resident Evil. Ja, ich bin ein bisschen nervös. Das muss man einfach mal so sagen. Naja. The American Midwestern town, Raccoon City, has been completely decimated due to the T-Virus outbreak. That was instigated by the international corporation Umbrella. Claire Redfield, who arrived in Raccoon City to search for her lost brother Chris, and a rookie police officer Leon S. Kennedy, managed to escape from the city. But their ordeal was only a prelude of things to come. Three months later, identification number is WKD4496. Welcome to your new home. Her name is Claire Redfield. We caught her trespassing in our Paris lab facility 10 days ago. She apparently infiltrated the complex looking for her lost brother, Chris Redfield, one of the surviving members of RPD's famous STARS teams.
schwer. Mit dem Feuerzeug könnte ich besser sehen. Ja, das ist wohl wahr, wenn es dunkel ist. Das wollen wir mal so lassen. So, wir sind jetzt im Menü. Will ich euch mal kurz ein bisschen einführen, quasi in das Menü. Und zwar gibt es jetzt verschiedene Aktionen, die ich auswählen könnte. Ich könnte es kombinieren, nur diese Sperrleitung kann ich mit nichts kombinieren. Ich könnte es überprüfen. Da steht jetzt nur, dass es eine Sperrleitung ist. Ah, und was es damit auf sich hat. Ist die Frage, soll ich es vorlesen oder nicht? Ja, ich lese es vor, egal. Untersuchen Sie alle Objekte. Wenn Sie ein neues Objekt finden, sollten Sie es immer mit dem Checkbefehl untersuchen. Denken Sie außerdem daran, das Objekt zu rotieren, um es von allen Seiten untersuchen zu können. Versuchen Sie, Objekte zu verschieben. Manchmal können Sie ein Objekt verschieben, indem Sie sich direkt frontal davor stellen und die Oben-Taste gedrückt halten. So lassen sich geheime Räume und Gegenstände finden. Die schnelle 180-Grad-Drehung. Drücken Sie X, während Sie gleichzeitig die Unten-Taste gedrückt halten, um eine schnelle 180-Grad-Drehung auszuführen. Diese Bewegung kann für eine schnelle Flucht sehr praktisch sein. Wie viel denn noch? Nutzen Sie die Karte. Sollen Sie einmal nicht genau wissen, wo Sie sind oder wo Sie bereits waren, werfen Sie einfach einen Blick auf die Karte. Dort können Sie leicht erkennen, welche Bereiche Sie noch nicht erkundet haben und welche Türen schon von Ihnen geöffnet wurden. Leute, klettern, hinabsteigen. Auf manche Objekte können Sie hinaufklettern bzw. davon hinabsteigen. Stellen Sie sich dafür vor das Objekt und drücken Sie dann Viereck. Boxen am Metalldetektor. Alle Gegenstände, die Sie in einer solchen Box im Gefängnis ablegen, können nicht mehr über das Inventar aufgerufen werden. Denken Sie daran, Ihre Gegenstände beim Verlassen des Raumes wieder aus der Box zu nehmen. Ende. Danke. So, also, das ist die Sperrleitung gewesen. X ist quasi zurück. Damit geht man zurück. Zack. Ihr seht jetzt, ich gucke es mir gerade nochmal an. Warte. Ah, hier. Datei. Es gibt drei Kategorien. Verschiedene. Diese werden im Laufe des Spiels noch gefüllt. Das heißt, ich habe noch sehr, sehr viel vorzulesen. Ich hasse es vorzulesen. Karte, wie gerade beschrieben. Eine Karte des Gefängnisses. Ihr seht, wir sind in einem Gefängnis. Wer hätte es gedacht? So, und dann haben wir noch Item. Das sind dann quasi die Items. Hier, wir haben 8 Slots dafür. Haben noch kein Item bisher. Hier haben wir das Feuerzeug. Ups. Nein. So rum. Auf Start kommen wir übrigens ins Menü, wo ich immer gesagt habe. So, Feuerzeug mit X wählen wir das aus. Wir können es jetzt ausrüsten, prüfen, kombinieren oder benutzen. Zwischen ausrüsten und benutzen gibt es einen großen Unterschied, muss ich dazu sagen. Prüfe, Feuerzeug, kann man jetzt drehen, wenn man Bock hat. Einige Objekte müssen wir auch drehen, das werden wir auch dann tun, wenn es soweit ist. Nützlich, um dunkle, um dunkle Stellen zu beleuchten. Boah, ich hoffe, ich huste nicht so oft, echt. So, ja gut, hier noch... so viel dazu. Ein paar Infos zu Claire. Claire Redfield, Größe 1,69, Gewicht 52,4 Kilo, Blutgruppe 0, Zustand gut. Der Zustand zeigt uns, wie viel Schaden sie genommen hat. Also es gibt gut, dann gibt es Vorsicht, nochmal Vorsicht, glaube ich. Es gibt 2 Arten von Vorsicht, meine ich. Und dann gibt es Gefahr, glaube ich, heißt das. Es ist lange her, da ich das Spiel gespielt habe. Von daher, ich will nichts Falsches sagen. So. Also, wir sollen das Feuerzeug nehmen, das machen wir jetzt auch, nämlich mit X. Wenn ich es jetzt benutzen würde, ich weiß nicht, ob das geht. Nein, das ist nicht möglich. Benutzen können wir es zum Beispiel an einem Kamin, beispielsweise, oder an irgendeiner Feuerstelle. Aber jetzt müssen wir es, ausrüsten. Ja, genau, und ausgehen. Get out of here. This place is finished. I don't know, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know, you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Ja,
Also diesen Herr, den habt ihr wahrscheinlich wiedererkannt. Das war der Mensch, der uns anfangs, also nach dem Video quasi, ja, man kann nicht sagen überwältigt hat, aber er hat uns dann ja gefangen genommen. So, hier liegt jetzt was. Das wird auch ein bisschen hervorgehoben, finde ich, von der restlichen Umgebung, weil es leuchtet auch ein bisschen, glaube ich. Ja, es leuchtet. Kermit X eigentlich, nein, Viereck, Entschuldigung. Viereck auswählen, Pistolenpatron nehmen, ja. Genommen, super. Wofür die Pistolenpatronen sind, ich schätze, das dürfte euch irgendwo klar sein. Was ist hier noch? Ein grünes Kraut. Ja, grünes Kraut mitnehmen, ja. Mit grünen Kräutern heilt man sich. Grüne Kräuter haben eine sehr, sehr lange Tradition bei Resident Evil, bei der langen Spielereihe. 180 Grad Drehung nach unten und X. Ich spiele übrigens mit einem Analogstick, nicht mit dem Steuerkreuz, nur mal so als Info. Es ist, ja, die Steuerung, das ist halt noch diese alte Steuerung von der PlayStation 1 Zeit. Ja, die ist ziemlich gewöhnungsbedürftig, deswegen werde ich ein bisschen unorientiert, oder desorientiert hier ein bisschen rumrennen. Unorientiert gibt es, glaube ich, gar nicht. Hier liegt wieder was, ich muss wieder vorlesen und ich muss husten. Schlechte Kombination. Hallo? Ich möchte es nehmen. Ich will es. Liste der Gefangenen, ich stehe an letzter Stelle. WKD 4496 Claire Redfield. Am Ende des Textes steht der Name des Wächters. Umbrella Medizin Paris, Leiter 3, Wachdienst, Rodrigo Juan Raval. Yeah. So, ich rede mal kurz mit dem. Seine Augen sind verschlossen. Er blutet noch. Ich sollte Blutstillmittel besorgen. Gut. Was haben wir hier? Da liegt was. Auch etwas, was vielen von den alten Resident Evil Teilen bekannt sein dürfte. Nämlich ein Messer. Ich habe das Messer genommen. Super. Zur Steuerung. Wie gesagt, mit dem Analogstick, dem linken, drehe ich mich jetzt einfach mal. Der rechte hat überhaupt keine Relevanz. Mit X, wenn ich X gedrückt halte, laufe ich schnell. Was ich 95% des Spiels auch tun werde. Wenn ich nicht X gedrückt halte, laufe ich langsam. Dreieck, komme ich direkt auf die Karte. Könnte hier mit Viereck zoomen. Keine Ahnung, wie oft ich die brauchen werde. Mit Kreis komme ich wieder raus. Viereck ist, wie gesagt, dazu da, um Dinge auszuwählen. Ist quasi die Aktionstaste. Kreis ist noch für gar nichts da. R1 ist auch für nichts da bislang, aber es ändert sich. Und zwar, wenn ich das Messer jetzt auswähle, ich werde jetzt nicht jedes Objekt überprüfen, das ist, glaube ich, affig. Zack, R1 gedrückt halten, dann hält man quasi die Waffe kampfbereit und mit Viereck sticht man zu. Wenn ich eine Pistole habe, schieße ich halt mit Viereck. Klingt logisch. So, jetzt haben wir das Feuerzeug. Nein! Halt, ich muss mich an Steuerung gewöhnen, sorry. L1 hat keine Bewandtnis, L2 auch nicht und R2 auch nicht. Ich weiß nicht, ob das so bleibt oder ob es jetzt so ist, keine Ahnung. Ja, wir verlassen erstmal den Raum jetzt. Diese alte Sequenz, die sind so toll, die sind so toll. So, da ist wieder Pistolenmunition und da ist ein... halt, Pistolenpatronen. 30 Schuss, ja. Ich weiß gar nicht, welcher Schwierigkeitsgrad das ist. Gibt es da Schwierigkeitsgrade? Ich gucke gerade mal auf in Optionen. Gibt es da Schwierigkeitsgrade? So. Nein, ach so, ja. Ja. Ah, ich bin so durch den Wind. Nee. Gut, dann gibt es noch einen Schwierigkeitsgrad, offenkundig, ja. Hier steht eine Schreibmaschine. Wofür ist diese da? Ich zeig's euch. Dies ist ein... Na, hallo? Ja. Ein Farbband. Ein Ink-Ribbon. Ah, ich liebe diese Ink-Ribbons. Ah, die waren so toll, weil es Level 1 waren die schon. So, ich nehme jetzt ein Farbband. Wofür ist das Farbband da? Schauen wir uns das mal an. Es ist dazu da, um einen Spielstand zu sichern an einer Schreibmaschine. So, das machen wir jetzt mal. So, just for fun. Einfach so ganz unverbindlich, würde ich sagen. Zack. Hier können Sie Ihren Spielstand sichern. Möchten Sie das Farbband benutzen? Jo, wollen wir. Bla, bla, bla. Alles irrelevante Themen. Speichern, ja. So, cool. Machen wir. Gut, ich würde an dieser Stelle auch den ersten Part jetzt sozusagen beenden. Das hat mehrere Gründe, die werde ich euch noch erläutern, aber nicht jetzt. Ja, bisher habe ich nicht viel machen können, leider. Ach, falls ihr euch gewundert habt, warum ich während den Sequenzen kaum geredet habe, also eigentlich fast gar nicht. Das hat seinen Grund, ich möchte nämlich einfach während den Sequenzen einfach die Klappe halten. Also ich finde, beim Let's Play ist es einfach schöner, wenn die Zuschauer einfach die Sequenzen so genießen können, wie sie sind, ohne dass der Let's Player dann seinen Senf dazu gibt. Den kann ich auch danach noch zu, also euch so übermitteln quasi, ne? Gut, wie gesagt, ich habe nicht viel gemacht leider. Wird sich im nächsten Part definitiv ändern. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Für Feedback jedweder Art wäre ich euch sehr dankbar. Sei es jetzt, das Spiel war zu laut, ich war zu laut, das Spiel war zu leise, ich war zu leise, ich habe zu schnell gesprochen, zu langsam, was weiß der Geier. Oder Sorgen, Nöte, Anregungen, Wünsche von eurer Seite, einfach bitte kommentieren. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part, ne? Tschüssi.